Michael ist schon aufgestanden. Wie viel Uhr ist denn? Ach, dann stehe ich auch auf. Heute ist mein Hochzeitstag, Mama. Alles Gute zum Hochzeitstag. Danke. Jetzt gehen wir runter und überraschen Papa mit der Torte. Oh ja. Du hast die ja noch verziert. Ja, schaut. Wie schön. Das wird Papa bestimmt gefallen. Wo ist denn Papa? Er ist gar nicht da. Hier liegt ein Zettel. Bin heute früher zur Arbeit. Habe so viel zu tun. Bis später. Gruß Michael. Oh, schade. Bestimmt hat er unseren Hochzeitstag wieder vergessen. Er vergisst ihn fast jedes Jahr. Dann mache ich jetzt für euch Frühstück und dann müsst ihr auch schon zur Schule und in den Kindergarten. Tschüss, Mama. Tschüss, Lena. Viel Spaß. Ich habe mir noch eine lange Hose angezogen, Mama. Okay, gut. Holst du mal noch schnell deinen Rucksack? Wir müssen auch gleich los. Wir fahren mit dem Auto. Ich muss nämlich nachher noch einkaufen. Okay. Tschüss, Mama. Tschüss, Anna. Viel Spaß beim Spielen. Moment mal. Da drüben ist ja Michael. Mit einer jungen Frau. Er schenkt ihr Blumen. Das gibt's doch nicht. Von wegen viel arbeiten. Hat er mich denn nicht mehr lieb? Das ist ja nicht zu fassen. Mein Mann führt an unserem Hochzeitstag eine andere Frau zum Essen aus. Guten Morgen, Frau Hauser. Hallo, ich hätte gerne 3 Körnerbrötchen, 2 Nussstangen und eine Laugenstange. 5 Euro bitte. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh Mann, ich bin so wütend und traurig. Mama, wann gibt es Abendessen? Ich hab schon Hunger. Papa müsste gleich nach Hause kommen. Dann essen wir. Was hast du gekocht? Heute essen wir kalt. Wir hatten ja heute Mittag schon etwas Warmes. Hallo zusammen. Aha. Oh, es gibt eine Torte. Wie schön. Alles Gute noch zum Hochzeitstag. Ja. Darf ich gleich ein Stück von der Torte essen? Du kannst sofort die ganze Torte haben. Ah, was ist denn mit dir los? Das ist dafür, dass du einer anderen Frau Blumen schenkst, sie zum Essen ausführst und das auch noch an unserem Hochzeitstag. Ich bin echt enttäuscht von dir. Das ist doch ein Missverständnis. Ich habe doch nur im Restaurant einen Tisch reserviert. Für heute Abend, für uns alle zusammen. Und die Blumen für die Tischdekoration vorbeigebracht. Die Frau ist doch nur die Chefin vom Restaurant. Sie richtet alles schön für uns her. Es sollte doch eine Überraschung für dich werden. Ach, oh nein. Michael, das tut mir total leid. Oh je, wie konnte ich dir nur eine Torte anwerfen? Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Das war so unvernünftig von mir. Wir hätten zuerst drüber reden sollen. Komm her, es tut mir schrecklich leid. Komm, ich wisch dir die Torte aus dem Gesicht. Lecker. Papa! Warum machst du Torte im Gesicht? Papa, bist du etwa in die Torte gefallen? Ja, so ähnlich. Oh nein, die schöne Torte. Oh Mann. Ich backe Papa einfach morgen nochmal so eine Torte. Kinder, ihr dürft euch jetzt schick anziehen. Wir gehen alle zusammen ins Restaurant. Oh toll, ich ziehe einen schönen Rock an. Ja, ich auch. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich bin froh, dass ich dich geheiratet habe und würde dich jederzeit wieder heiraten. Ich dich auch. Ich zieh das an. Und ich das. Komm, wir gehen. Du siehst toll aus. Danke, du auch.
Familie Hauser, das ist Ihr Tisch. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Danke. Danke. Oh, wie schön. Das ist toll hier. Und ich habe schon richtig Hunger. Sieht das lecker aus. Wie ist eure Pizza? Sehr gut. Nach diesem Obstsalat bin ich sowas von satt. Da falle ich nachher direkt aufs Sofa. Besser aufs Sofa als in eine Torte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und hier könnt ihr noch andere Videos von Familie Hauser anschauen. Hier ist eine kleine Auswahl für euch. Bis bald. Tschüss.